Ja, willkommen zur Haustour. Wir kommen da rein. Haben links die Toilette. Ein Bad, wie ein Bad so ausschaut. Den habe ich ein Jusk. Bin ich sehr zufrieden mit Jusk. Rechts davon befindet sich das Büro. Dann das Tierzimmer und Hasen. Wo sind sie versteckt? Wo sind sie versteckt? Ja, gute. Sie schlafen, diese Uhrzeit. Ja, sind Faultiere. Richtige Faultiere. Echt. Garderobe mit Schuhe von unten bis oben. Da ist nochmal eine Dusche. Das ist das Beste an der Dusche. Da fällt es immer unter, das hat mir schon jemand gesagt. Das ist das Beste an der Dusche, so eine Taschenform. Den tue ich nachher noch putzen. Das normale Toilette mit Lavabo. Und dann findet sich rechts davon das Schlafzimmer. Habe ich gesaugt vorhin. Es glänzt noch. Das schöne Schlafzimmer. Gibt es denn noch Vorhänge, spezielle? Habe ich vorgenäht. Eine schöne Lampe. Mit diesen kann man das Licht beleuchten. Da habe ich jetzt extra das Dunkelste genommen. Sonst blendet es mich. Im Schlafzimmer braucht es wirklich nur dunkles Licht. Übrigens, es schneit. Ja, es schneit wieder mal. Hier in der Schweiz schneit es wieder. Naja, heute gibt es Raclette. Nach Schweizer Art. Ich mag nämlich nur Käse und Kartoffeln. Da ist die Küche. Das hab ich. Das ist jetzt mal was Gutes vom IKEA, sonst bin ich nicht so Fan, aber das ist macht es gut. Dann habe ich so ein Gestell. Das finde ich viel besser, das Küchenkästchen. Weißt du wieso? Da ist offen, da ist übersichtlicher. Ist halt geschmackhaft, aber ist praktisch. Offen. Kaffeemaschine, Fritteuse, Brotkörbchen, Radio, alles was dazugehört. Ja. Ein Tiefkühler. Entsorgungsstelle habe ich heute entsorgt. Habe auch lieber den Güselkübel außerhalb. Theoretisch könnte man ihn hier rein tun. Ist ja auch ab und zu. Der hat so schön geschneit. So schön geschneit. Und es brennt. Ja, eben die Küche. Backofen. Habe ich gerne, wenn es so hoch ist. Dann gehen wir in die Stube. Wohnzimmer. Esszimmer rechts, Wohnzimmer links. Mit Blumen. Und große Bilder.
Ich habe lieber grosse Bilder als so kleine. Also die passen jetzt gerade. Die habe ich so ausgewählt. Das Sofa mit dem Indianer, die Kuscheldecke und der Weihnachtsbaum ist immer noch draußen. Ich wollte ihn entsorgen. Aber es schneit in der Schweiz. Deshalb ist besser warten. Wir haben einen grünen Container, der kommt dort rein. Da ist der Fernseher, das ganze Möbelgestell, dass ich Fernseher, diese scheiß Wohnwagengestell, das ist das schönste Möbel von allen. Diese Wohnwand ist das super. Und jetzt gehen wir mal rüber. Ab und zu muss man auch Wäsche machen. Die Leseecke kann man oben etwas lesen. Oder schlafen oder Musik spielen. Schlafen und waschen. Das ist wichtig. Einmal die Woche waschen kann man aufhängen. Dann direkt bügeln. Das ist praktisch so eine Waschküche. Da muss man nicht immer einschreiben. Das ist nochmal ein Radio. Natürlich gibt es auch einen Tümpel im Wasser. Das sind ganz normale, hausübliche Maschinen mit 8 Kilo. Zum Vorwaschen, dann Tümpler. Genau. Es schneit so schön. Heute gibt es noch Raclette. Ist richtig Raclette-Zeit. Ja, geht das nicht. Genau. Das ist mein Kuschelbär. Da ist schon die Fasnacht. Fasnacht, wie nennt man das in Deutschland? Ja, und das ist die Fahne, die ich gekauft habe. Im Keller gehen wir jetzt nicht. Das ist meine Fahne von Wien. Ich kenne, es gibt immer Weihnachtsfilme, aber ich kenne die Kaiserin aus Wien nicht. Königin Elisabeth, könnte sie? Kann sein. Königin Elisabeth von Wien. So. Das war die Haustour. 3:05 in der Schweiz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich erwarte nächste Weihnacht Fanpost in Hülle und Fülle und Abonnenten. Vielleicht gibt es gleich wieder ein Kochvideo. Tschüss!